Hallo zusammen, herzlich willkommen zum vierten Teil der Battletech-Reihe, der Karriere. Und ja, wie ich beim letzten Mal gesagt hatte, ich bin jetzt ein bisschen nicht weiter gesprungen, aber ich habe einfach ein bisschen ohne Aufnahme weiter gezockt, weil, wie ich schon sagte, das ist ja alles ein bisschen grindlastig am Anfang. Und deswegen bin ich tatsächlich von unserem Startplaneten Lindsay, da habe ich alle Missionen soweit gemacht. Bin ich weggesprungen und habe dann mal geguckt, okay, was machst du als nächstes? Bin dann, ich zeige euch das mal direkt auf der Star Map, bevor wir gleich uns hier die allgemeinen Sachen angucken. Hier war unser Start, Lindsay. Bin ich hier gesprungen nach Brockway. Das war da ähnlich einfach, da gab es aber nicht so viele Missionen. Hab da soweit die Mission gemacht, wie es ging, und bin dann weitergesprungen hierhin. Und da sollte man ja meinen, naja, ist ja jetzt auch nicht viel schwieriger und vielleicht wird das dann ein bisschen interessanter. Ja, und dann zocke ich da und da habe ich so auf die Schnauze gekriegt in einer Mission. Ich habe die zwar geschafft, aber da bin ich direkt auf dem mittleren Mech, auf den Standard-Handspeck, die G-Variante mit der AK-20 getroffen. Der hat mir bei einem, ich glaube beim Assassin, obwohl der super schwer zu treffen war, hat er mir die ganze rechte Seite weggeballert. Mein Leader, also Starbird hier, weil es sind ja Starbirds Marauders, der ist fast gestorben. Der hat drei Kopftreffer gekriegt. Und bei jedem Kopftreffer, egal wie stark das ist, kriegt der Pilot halt einen Schaden. Und er hat überlebt, war aber unheimlich lange außer Gefecht. Ich weiß nicht wie viele Tage, Ewigkeiten auf jeden Fall. Und ja, das war eine super knappe Kiste. Ich habe die Mission aber geschafft, alles cool. Habe noch eine andere Mission auf diesem Planeten gemacht, in der ich es geschafft habe, einen Teil eines Wolverines, also eines mittleren Mechs, zu erbeuten. Und dann bin ich aber, weil da waren noch andere Missionen, die Dreier-Schwierigkeit hatten, und da haben mir, ich wollte sie angehen, da hat mir aber mein Schiffstyp hier gesagt, ja, hier sicher, dass du nicht eine höhere Tonnage einstellen willst und bla bla, das könnte schwierig werden. Ich dachte, ja, mehr Tonnen habe ich nicht, und dann habe ich mich halt da verpisst. Bin weitergesprungen nach, warte mal, stimmt das überhaupt? Renfield? Wo ging's denn dann hin? Jamestown eigentlich. Genau, Jamestown, da sind wir jetzt. Ich denke mal, die hier sind gepinkt, weil der da drüber gesprungen ist. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind wir dann hier in Jamestown angekommen. Ja, und da habe ich mir dann halt die restlichen Teile vom Wolverine gekauft. Und ja, dementsprechend, ihr seht das hier, 1112 Tage noch. Da sind jetzt nicht ganz, aber fast 90 Tage rum. Also 88 Tage sind vergangen in dieser Kampagne. Und ja, die Argo wurde natürlich etwas weiter geupgradet. Ich habe ungefähr 2 Millionen. Hier, der Kollege ist immer noch out of action. Das ist ja unser Unit Leader. Ich habe immer noch ungefähr 2 Millionen. Ich bin zwischendurch mal richtig runtergegangen, war auf 700.000. Aufgrund der Ship-Upgrades und auch einfach, dass ich voll auf die Schnauze bekommen habe. Ich musste eine Mission auch abbrechen. Da habe ich dann keinen Loot, keine Bezahlung, kein nichts für gekriegt. Und ja, nochmal zur Erinnerung, wir sind ja hier im Iron-Man-Modus. Das heißt, man kann keine älteren Spielstände laden oder sonstiges, sondern alle Sachen sind permanent und Pech gehabt, wenn man auf Schnauze kriegt. Die Werte hier sind so hoch, der hier, weil es so ein Event gab, das ist also nur temporär. Ansonsten zeigt das nämlich an, wie schnell, wie gut Mechs repariert werden und das halt, wie gut, wie schnell Piloten heilen. Und ja, auf jeden Fall, die Argo hat die zweite Mech-Bay bekommen. Ich habe auch hier so ein bisschen Repair-Zeug gemacht. Jetzt gerade wird weiter aufgebaut, ich weiß gar nicht was. Hatte man, glaube ich, hier gesehen, was gerade geforscht wird. Chip-Upgrade, genau hier. Power-Conduits, keine Ahnung. Ist eine Voraussetzung, um dann die nächsten besseren Sachen zu machen. Und ja, im Moment sieht die Mech-Bay so aus, wenn ich es schaffe, denn da drauf zu klicken. Wie gesagt, die zweite Bay ist offen. Dadurch kann ich jetzt 12 Mechs gleichzeitig bereit haben, sage ich mal, weil. Wenn man Mechs in Storage hat und man will die dann bereit machen hier, dann dauert das immer was. Also er jetzt hier einen Tag, aber dann wird das Chassis nur bereit gemacht und ich muss dann noch hingehen, refitten und die ganzen Waffen einbauen, was dann auch nochmal dauert. Also man kann nicht schnell sagen, oh, ich brauche einen anderen Mech für eine Mission, zack, mache ich den fertig und hab den. Dafür sind halt die Mech-Bays. Nachteil hieran ist, alle Mechs, die auch hier in der Mech-Base bereit sind, verursachen Kosten.
Aber gut, ist halt so. Wir haben nach wie vor unseren Vindicator, den musste ich ein bisschen umbauen, weil mir die Waffen ausgegangen sind. Der wurde halt auch völlig zerlegt einmal. Der hat jetzt einen schweren Laser, eine LSR 10 statt 5, einen Medium Laser und zwei Small. Ich habe den aufgepanzert, der hat fast überall das Maximum und der geht richtig gut. Also mit dem Spray, das ist schon ein ziemlicher Killer, obwohl er nur 45 Tonnen hat, macht ziemlich Bock. Dann haben wir einen Jenner quasi in Standardaufmachung, also so wie ein Jenner nun mal ist. Einen anderen habe ich etwas modifiziert, teilweise aufgrund von Waffenmangel und teilweise auch, weil ich dachte, ich brauche mal irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Panzerung zum einen. Hier normalerweise hat ein Jenner 320, er hat jetzt 440, hat aber nur noch zwei Medium Laser und eine KSR 4, kann aber dafür fast immer alles schießen und ist halt nach wie vor so schnell und kann springen, ziemlich geil. Ja, Spider, nichts Besonderes. Ein Panther in Normal, PPK, KSR 4. Der Assassin ist nach wie vor noch so, wie er ja quasi geliefert wurde. Und der ist einfach geil. Der funktioniert super gut. Hier wollte ich mal gucken, ob man das... Nee, kann man nämlich nicht entfernen. Ich hatte ja einmal gesagt, geil wäre das auszubauen und in einen anderen Mech einzubauen. Kann man aber nicht. Das gehört fest in diesen Mech quasi rein. Hatte ich nämlich gesehen, ich habe eine Flea erbeutet. Ein Floh. Und das Ding ist super leicht, super schwach gepanzert, aber hat so einen Bonus irgendwie zweifach, dass er schwieriger getroffen wird. Und ist deswegen ziemlich nerviges Ding, weil er auch relativ geil bewaffnet ist für 20 Tonnen Mech. Aber ist nichts für mich, spiele ich nicht. Kommando völlig zerlegt, habe ich dann direkt verkauft. Kommando funktioniert irgendwie hier für mich nicht, denn keine Sprungkapazität und weiß ich nicht. Zweiten Panther, LSR 5 PPK, habe ich umgebaut, weil ich glaube, ich keine KSR 4 mehr hatte und ich dachte, naja, den eher hier so Fire Support mäßig nehmen und auf Distanz stellen und hier auch aufgepanzert und dann kann der einfach immer PPK LSR schießen. Zweite Spider, auch relativ normal. Hier haben wir noch einen Jenner, den habe ich glaube ich noch gar nicht eingesetzt. Der hat zwei Medium Laser KSR 6, also auch etwas modifiziert. Und Javelins hatte ich schon mehrere erbeutet. Ich habe hier eine, das gefällt mir von der Bewaffnung nicht so wirklich. Zwei Medium, zwei Small Laser, aber Sprungkapazität und ziemlich fett gepanzert. Ich habe ihn, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, könnte aber als so eine Art Buse oder so vielleicht ganz gut funktionieren. Der Wolverine wird immer noch fettig gemacht, ist quasi dann momentan unser schwerster Mech. Und er ist nicht ausgestattet wie ein Wolverine. Normalerweise hat er nämlich eine AK-5, KSR-6 und Medium Laser. Dieser hier, wenn er fertig ist, wird haben, glaube ich, eine AK-5 und LSR-10 und Medium Laser. Oder irgendwie sowas komisches. Auf jeden Fall, wo ich so dachte, ne, geil ist das nicht. Aber Fettpanzerung und einfach ein bisschen schwereren Mech dabei zu haben, ist, denke ich, nicht schlecht. Deswegen testen wir den mal an, wenn er denn fertig ist. Die Piloten haben sich natürlich auch alle ein bisschen weiterentwickelt. Hier die Werte sind inzwischen schon, also so langsam fängt es an Spaß zu machen, weil es einfach mega nervig ist, wenn man irgendwie einen Gunnery-Wert hier von, weiß ich nicht, 4 von 3 und sowas hat und man nichts trifft. Man hat dann immer nur 40% Trefferwahrscheinlichkeit oder so, das ist ja ziemlich scheiße. Deswegen, so langsam macht Spaß, ist schon ganz geil. Feuer aufteilen, unheimlich gut. Und ja, ich hatte mir gedacht, ich mache die zwei auf jeden Fall Gunnery Guts ganz nach oben, denn durch Guts zum einen Lebenspunkte und ja, keine Ahnung, also wenn du halt dicke Eier hast, dann kannst du auch hier besser mit Hitze und so klarkommen. Das Hitzelimit des Mechs wird dadurch nämlich nach oben gesetzt, was ganz geil ist. Und Gunnery eh geil, gut treffen. Dann hier werde ich eher auf Piloting gehen, dadurch gibt es ein paar lustige Sachen. Also erstmal, das hier ist sowieso ein super geiler passiver Skill, denn ich bekomme immer Bonus-Evasion. Das heißt, wenn ich mich normal bewege, also hinterher mittlere und auch schwere Mechs, kann man in der Regel so hinstellen, dass sie zwei Evasion-Marker haben. Er hat dann in der Regel immer schon drei, ist natürlich ziemlich geil. Und das hier ist auch ganz nett, ist manchmal ein bisschen nervig, weil man immer einzeln noch durchklicken muss, aber ich kann durch diese Fähigkeit auch erst schießen, mich dann bewegen. Ansonsten muss man sich immer erst bewegen und kann dann schießen. Ziemlich cool. Ja, so wird er auf jeden Fall und er, also dann habe ich halt zwei auf Gunnery Guts und zwei auf Gunnery Piloting. Er hier wird ja der Taktiker.
So, einfach weil er dann hinterher ganz gut Raketen und sowas feuern kann, auch unter Minimum Range und Einheiten aufdecken und sowas. Und ja, eigentlich sollte ich mal noch ein paar Piloten anheuern, weil ich hatte ja gesagt, es ist, also ich habe bisher Glück gehabt, nur er ist wirklich mal verletzt gewesen, aber für unheimlich lange. Deswegen hat er auch die Werte noch nicht so geil, weil er einfach die ganze Zeit quasi nie mitspielt. Ja, wenn so ein Pilot verletzt wird, dann kann der teilweise richtig lange ausfallen. Deswegen macht es Sinn, eigentlich schon zu Beginn noch andere Piloten anzuheuern und die auch immer mal mitzuleveln. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Auf jeden Fall, was hier ganz cool ist mit den vielen Mechs, ist, dass ich, wenn ich einen Contract annehme und dann Leute ausfallen oder Mechs ausfallen, dann muss ich nicht immer reparieren und warten, wodurch ich halt unheimlich viele Tage hier verbrenne, sondern ich kann ja einfach quasi direkt weiterzocken in einer anderen Besetzung. Ich hatte mir vorgenommen, mal so ein bisschen auf Davion-Ruf zu gehen. Man kann hinterher, wenn man Ruf voll hat bei einer, oder was heißt voll, also irgendwie ganz auf Beste, was es halt gibt, keine Ahnung, dann kann man bei denen Alliierter quasi werden und dann hat man Zugriff auf deren Sachen und deren Max und sowas, das ist ganz geil. Deswegen werde ich mal gucken, dass ich die ganzen Davion-Missionen hier mache, das ist sehr cool. Bei den Piraten ist schon Restricted Access, denn mein Ruf bei denen ist so scheiße, dass die mir gar keinen Job mehr geben wollen. Naja. Okay, und ich würde sagen, heute ist leider nicht so viel Zeit. Ich werde wahrscheinlich nur die eine Mission machen und dafür aber den nächsten Teil ganz schnell nachschieben oder so. Okay, Mercenaries gegen Mercenaries, das ist doch geil, die machen wir alle kaputt. Ich mache wieder den Loot nach oben, Payment nicht so hoch, das ist auch einer der Gründe, warum wir nicht so viel Kohle haben hier. Ich habe zwischendurch ein paar Mechs verkauft und das ist echt krass mit den Preisen. Ich weiß gar nicht genau, wie der das hier macht, vielleicht weiß das ja einer von euch, kann ja kommentieren oder so. Man muss ja immer zwischendurch hier diese YouTube-Sachen machen, so hey, lasst mal einen Daumen da und so und ja, naja. Nein, natürlich nicht. Ich habe da auf jeden Fall ein paar Dinger verkauft, weil Kohle knapp geworden ist. Und ja, man kriegt wirklich nur einen Bruchteil des Wertes. Also ein Kommando habe ich für irgendwie knapp 200.000 oder so verkauft. Liegt daran auch, dass wenn man den Ruf noch relativ niedrig hat, dann bekommt man, wenn man Sachen kaufen will, einen Malus. Also man muss irgendwie mehr bezahlen. Und ich meine, wenn man Sachen verkauft, bekommt man auch nicht die Kohle, die einem eigentlich zusteht. Aber, scheißegal, ne, die Dinger, also ich habe ein paar Kommandos, Lowcast, alles so Schröppzeug da verkauft, was man nicht braucht. Und halt für wenig Geld, aber naja, was willst du machen? Die kosten nichts und ich glaube, der Storage Space ist quasi auch unbegrenzt. Man kann da ganz viele Mechs drin haben, aber, Kommando irgendwie, sagte ich ja, der hat sowieso nicht wirklich funktioniert. Und deswegen dachte ich, komm, Arschlecken, der kann eh weg. Das hier ist nicht so ideal, aber wir sprinten einfach mal noch. Da sind zwar schon Gegner angezeigt, aber das wird eh noch nichts vernünftig mit Schießen. Deswegen den Jenner jetzt schon hier so aggressiv zu ziehen. Ich warte erstmal ab. Das ist eine gute Position. 4 Evasion im Wald und ich habe den Gegner aufgedeckt. Kann die LSR schießen. Ja, zumindest schon mal leicht was gemacht. Ja, wir ziehen den nur hier hinten hin, schießen auch indirekt die LSR, weil warum nicht, selbst wenn die so schlecht trifft. Wenn man bei sowas einen Kopftreffer provoziert, ist das immer super nervig für den Gegner. Okay, und einbuddeln, genau, nicht schlecht. Weil, ja, auf... Oh, Alter, was geht denn mit ihm? Alter, schwerer Mech. Jägermech. Junge. Relativ leicht gepanzert, dafür ziemlich geil bewaffnet. Und, 65 Tonnen, Alter, da muss ich jetzt mal gucken. Allerdings sein Fehler, er steht jetzt hier völlig ungedeckt, völlig schlecht. Nur den werde ich nicht so leicht wegkriegen. Also da ist es nicht mit ein, zweimal draufschießen getan. Nicht die beste Position für einen Jenner, auch was hier Deckung und ähnliches angeht. Ich könnte jetzt schon Resolve ausgeben und hier zum Beispiel das aktivieren, damit er Guarded und Entrenched bekommt. Mache ich aber nicht. Ich werde mit den anderen gleich auch einfach ranziehen. Tja, das ist natürlich schon
eine Nummer hier. Richtig geil wäre natürlich, wenn man den jetzt erbeuten könnte, aber ich glaube, 2 war nur als Wahlbeute eingestellt. So, der Panther kann sich natürlich nicht so viel bewegen, aber er gibt von hier schön Feuerunterstützung. Aufgrund der Fähigkeiten des Piloten im Panther hat er, obwohl er sich noch im Alter noch ein Medium Mech, das ist wahrscheinlich ein Greif, oder ist es sogar ein Thunderbolt schwer? Nee, ist ein Greif, gut. Hat er hier diese Boni direkt bekommen. Das ist natürlich ganz cool und ganz praktisch, vor allem wenn man hinterher mit den fetteren Mechs unterwegs ist. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir eine 90, 85, gute Feuerposition, aber hier könnte ich den Laser noch mitschießen. Ja, trotzdem, die Reichweite von dem Rifleman, da kann ich nur indirekt schießen. Ja, machen wir das. Haben wir zwar nur einen Evasion-Marker, sind aber im Wald und hier seht ihr es auch, ne? Durch den Skill bekomme ich auch den Entrenched-Bonus, also Schadensreduktion, wenn ich beschossen werde, was echt immer ziemlich praktisch ist. Tja, und ihr seht, ich behake den hier mit allem. Okay, und das ist auch schon ganz geil. Der Rifleman hat die ganzen Hauptwaffensysteme in den Armen. Wenn man also da schafft, hier einen Arm zu entfernen, ist das schon mal direkt ganz gut. Aber ihr seht, ich baller auf dem rum und tja, da ist halt, ne, da geht nicht so leicht was kaputt. Jetzt von der linken Seite vielleicht Arm ab? Ne, schade. So, was jetzt hier zum Beispiel scheiße ist, okay, er kommt nicht bis dahin wegen dem Hügel, aber wenn so ein fetter Mech einen leichteren Tritt oder in den Nahkampf geht, macht das halt direkt fett Schaden und das ist natürlich nicht so schön. Hier auch gut zu sehen beim Jenner, der Stabilitätsschaden. Sowas hier wie AKs haben da nämlich erhöhte Werte. So, und wir müssen einfach weiter ran. Ja, da kriege ich das vom Winkel alles nicht vernünftig hin. Ich werde, glaube ich, tatsächlich springen, um einfach vernünftig, ja, vernünftig aufgestellt zu sein und ganz gut Ausweichwerte zu haben. Ich werde den jetzt fokussen. Also es ist zwar ziemlich nervig, dass da dieser kleine Locust rumläuft und auch der Greif ist nicht zu unterschätzen, wobei das auch eher, sofern es die Standardvariante ist, eher so ein bisschen Feuerunterstützung ist. Der hat eine PPK und LSR-10 standardmäßig. Ja. Kopftreffer ist natürlich doof. Aber passiert. Tja, 90-55, zu nah für die LSR. Hier oben auf den Hügel. Ja, das ist doch cool. Baue ich jetzt ein bisschen Hitze auf. Das ist mir aber im Moment egal, weil ich will den unbedingt wegfokussen da. Das war die PPK. Ja, ist wahrscheinlich der Standardgreif. Also er hat halt PPK, LSR 10. Genau, 1N ist der Standard. Und ja, dadurch okay gepanzert, sprungfähig. Ist ein ganz cooler Mech, relativ schnell. Nice, gute Position. Ach nee, ich krieg ihn nicht. Hier würde ich ihn kriegen, habe ich aber weniger Evasion. Nicht ideal, werde ich auch mit ihm springen. So, dann könnte man überlegen, die LSR sekundär woanders hinzuschießen. Mache ich auch. Dann fangen wir schon mal mit dem Greif an. Er ist bei 70%. Nö, dann auf den Locust. Ja, dann Feuer. So, Vindicator. Ja, eigentlich würde ich ja nur hier irgendwie so ganz easy machen, aber... Oh ne, das ist eine gute Position. Genug Distanz zum Greif, auch wenn er natürlich schön die Fernkampfwaffen hat, aber naja, man muss es dem Gegner ja nicht trotzdem zu leicht machen. Aua, aua, aua. Naja, okay, hat nicht viel Schaden gemacht. Und geil, dass er wieder einfach nur so da stehen geblieben ist. Also ich baller den da jetzt echt einfach runter. Ja, das wäre cool. Problem ist, dass ich dann natürlich anfällig gegenüber Nahkampfattacken bin und habe nur 2 Evasion-Marker. Also doch nicht so cool. Der Panther steht hier oben jetzt natürlich scheiße. Ich kann irgendwo hinlaufen, muss also nochmal springen, denn ich will nicht stehen bleiben. Werde ich auch machen. Ich werde weiter Hitze aufbauen ordentlich. Nur wie gesagt,
Ist mir jetzt noch egal. Ich bin noch nicht beim Überhitzen. Werd aber in der nächsten Runde dann nicht vernünftig schießen können. Oder ich muss einfach mal gucken, dass ich nicht springe, weil er ist jetzt echt heiß. Aber der Schaden auf dem Jägermech gefällt mir schon ganz gut. Das sieht gut aus. Center Torso ist fast weg. Könnte man auch überlegen, linke Seite war bei ihm schon so weg. Könnte man überlegen, auch hier mal gezielt zu schießen. Werde ich, glaube ich, auch machen. Hab zwar schon eh eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit, werde aber mit so einem Precision Strike mal den Center... Ne, kann ich gar nicht. Doch, kann ich wohl anvisieren. Ein Treffer reicht. Ja, Center destroyed. Sehr schön. Eigentlich ist ja, wenn der Center zerstört ist, der Mech zerstört. Trotzdem wird, glaube ich, oder werden diese... Partial Max Salvage Dinger, also so Teile des Max angezeigt hinterher. Gucken wir mal, ob wir da was mitnehmen können an Beute. So, Vindicator und Assassin. Ja, jetzt haben wir halt diesen blöden Greif da noch und den Locust irgendwo. Da ist ein ganzes Stück gelaufen. Was machen wir? Wir gehen mal hier hinten hin und werden ihn wahrscheinlich beschießen. Ja, das sind ganz gute Werte. Also gehen wir den Greif an. Tja, cool wäre, wenn wir... Ja, da können wir nur indirekt die LSR schießen. Nicht ideal. Jetzt habe ich auch noch nicht. Ne, dann werde ich wahrscheinlich nochmal springen. Aber hier komme ich in keine gute Schussposition auf den Greif. Hier auch nicht. Da würde... gehen. Machen wir auch. Ist nicht ideal, ist wieder nur ein Evasion Marker, aber willst du machen, ne? Tja, wenig Schäden. Ich denke, die werden sich ziemlich auf den Vindicator einschießen, hat der Jäger mich ja auch schon. Deswegen werde ich, glaube ich, den Panther tatsächlich nur so ganz billow ziehen. Okay, machen wir einfach mal eine ganz schwache Runde mit dem und schießen nur einmal die LSR. Denn dadurch werde ich gut Hitze abbauen. Sofern der Locust, ne, der hat sich gerade schon bewegt. Also ich werde nicht wirklich beschossen werden können mit dem Panther, deswegen ist nicht schlimm, dass der keinen guten Ausweichwert und sowas da hat. Es wäre vielleicht sinnvoll, mit dem Jenner zu warten, mache ich auch. Denn dann kann ich auf den hier reagieren. Ja, hätte ich den Jenner gerade nämlich da irgendwo hingestellt. Das ist wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Okay, und hier kann ich jetzt gucken, dass ich in Sack schieße. So, einmal mit dem Assassin. Hätte man vielleicht die LSR sekundär auf den Locust schießen können, da hätte ich auch bestimmt mehr als 50% Trefferwahrscheinlichkeit gehabt. Aber egal. Der Jenner-Pilot schon ganz gut dabei. Gunnery-Wert ganz gut. Und hier, ne? Das, also so brauchen wir das. Tja, immer noch keine internen Schäden. So, und der Vindicator, ja, da er offensichtlich momentan gefokust wird, das wäre nicht schlecht hitzetechnisch, aber noch besser wäre sowas hier. Drei Evasion-Marker. Und wenn die hier wirklich weiter auf ihn gehen, dann kann ich nämlich mit den beiden da hinten weiterhin schön in den Rücken schießen. Vorteil an dem Large Laser gegenüber der PPK im Vindicator ist jetzt, ihr habt es gesehen, der ist jetzt seine Maximumdistanz gesprungen, hat seine beiden Hauptwaffen gefeuert und trotzdem nur ganz wenig Hitze aufgebaut. Das ist natürlich ziemlich angenehm. Trotz allem ist natürlich eine PPK wesentlich geiler als ein Large Laser. Sowohl von den Reichweiten als auch vom Schaden. Ganz zu schweigen von diesem Bonus, von diesem Sensors Impaired, wenn man ihn trifft. Tja, leider leichte Damage Reduction, weil er in diesem Wald steht, aber trotzdem super Trefferwahrscheinlichkeit. Ne, ich warte hier wieder ab, weil ich gucken will, ob er sich nach da hinten orientiert oder ob er wirklich weiter auf den Vindicator geht. Wonach es aussieht. Das heißt, er ist stehen geblieben, okay. Dann werde ich mit dem Jenner jetzt auch hier rumlaufen und ihm in den Rücken schießen. Ja, sehr schön. Denn da ignoriere ich, ihr seht das hier, da blinkt es auch, da ignoriere ich die Deckung und sowas. Heißt, ich mache den vollen Waffenschaden.
Mit dem Assassin muss ich jetzt nur gucken, dass ich mich vernünftig hinstelle. Wahrscheinlich hier. Okay, auf jeden Fall interne Schäden, PPC gekrittet. Das heißt, er kann sich noch einsetzen, aber mit reduzierten Werten. So, und der Vindicator hat jetzt schon ganz gut was abgekriegt. Es wäre also sinnvoll, wirklich weiter mit ihm wegzuspringen oder so. Allerdings will ich ja auch die Waffen schießen und schadenstechnisch geht's noch. Das hier wäre cool. Ja, machen wir. Man kann hinterher so einen Skill haben, da ist, wenn man springt, bekommt man hier automatisch diese Entrenched und Dings Boni und man baut Stabilitätsschaden ab, ohne dass man hier braced. Das wäre nämlich sonst, wenn ich hier brace klicke, seht ihr, da bekomme ich gerade einen Entrenched und ich entferne alle ja, was heißt Schäden, aber alle Stabilitätsfaktoren so, alle negativen Effekte da. Ja, serious shit von wegen, Junge. War doch nix. Aber er hat halt auch nix an Panzerung, ne? Tja, Pantherlein, ich glaube, ich lasse den einfach stehen. Er ist noch komplett unbeschädigt. Ja, ich lasse den stehen, schieß mit beiden Waffen hier drauf. Ja, schöne Treffer. Auf jeden Fall intern mit der PPK, das ist ganz geil. Ja, Center ist offen, von hinten auch. Das heißt, mit ein bisschen Glück kann ich den jetzt hier schon ausschalten. Ja, da stehe ich ziemlich schlecht mit dem Jenner. Da stehe ich nur minimal besser und treffe schlechter, aber ich mache das jetzt. Ah, wir können ja nochmal so einen Precision Strike machen hier auf den Center. 62% Trefferwahrscheinlichkeit. Na, hat aber nicht gereicht. Aber er hat noch 24 Punkte. Das heißt, ein Medium Laser im Center Torso. Ah, ne, er hat ja 20% Bonus. Wobei der Assassin schießt ja noch von hinten. Deswegen 20, also hat er nicht die 20% Damage Reduction. Deswegen vielleicht reicht's. Ich schieße nochmal gezielt, weil, warum nicht? Ich kann es mir ja erlauben mit den Resolve-Werten. Aber offensichtlich nicht im Center getroffen oder nicht genug. Nee, nicht im Center getroffen. Schade. Okay, Vindicator, dann musst du es jetzt regeln. In der Hoffnung, dass er den jetzt zerstört. Macht er aber nicht. Tja. Hier finde ich gut, dass er jetzt auf den Panther gegangen ist anstelle vom Vindicator. Na komm, jetzt aber. Jawohl, Center destroyed. Ein Mech noch über, denke ich. Das heißt, der Locust, der da noch rumspringt. Und den werden wir jetzt jagen. Okay, und wenn er so eine Lappenaktion macht mit, ich bewege mich nur ein Feld, ja, dann wird's auch leicht. Naja, PPK nicht getroffen, aber die LSR und der hat irgendwo schon interne Schäden. Hier habe ich jetzt auch nicht mehr so Angst, den Mech schlecht hinzustellen. Okay, die ganze rechte Seite und den Center weg. Heißt, glaube ich, Mission geschafft. Ja, nice. Okay, easy game würde ich sagen. Wobei das mit dem Jägermech natürlich schon krass war am Anfang. Da war da natürlich direkt Panik und oh mein Gott. Aber geil hier, keine Schäden. Problem, er hier ist verletzt für 18 Tage. Starbird, unser Leader, ist auch noch raus. Aber sollte gleich wieder am Start sein. Ja, und hier, wie ich gesagt habe, beide sind im Center zerstört. Das heißt, die Mechs sind eigentlich verloren, aber man kriegt trotzdem hier Teil-Salvage. Ich werde mal die PPK nehmen anstelle vom Locust. Vielleicht kriege ich die eh noch zugeteilt. Nee. Okay, aber PPK auch ganz geil. Und wenn man die nämlich sonst nachkauft, so wie auch andere Waffensysteme, dann bezahlt man da teilweise schon echt Kohle. Also ich hatte bei einem Mech, da musste ich ein paar Heatsinks ersetzen, habe ich hier. Naja, klar, wir müssen Mechs reparieren. Sowieso, Junge. Hau rein. Aber sieht doch, stimmt doch gar nicht, was labert er denn? Sieht doch alles geil aus hier. Naja.
Nee, da muss man nämlich dann, wenn man hier zum Beispiel in dem Refit-Ding ist, kann man dann sofort in den Store springen. Und manche Sachen sind immer verfügbar. Also okay, eine ER-PPC ist natürlich schon geil, aber hier 1,3 Millionen, Alter. Aber selbst wenn ich jetzt hier sage, okay, ich will ein paar Heatsinks kaufen, so kaufe ich 5 Heatsinks, bin ich direkt schon irgendwie bei, keine Ahnung, 150.000 für gar nichts, also für so eine Scheiße hier oder Jump Jets, voll teuer alles. Deswegen macht es durchaus Sinn, auch sowas immer mal mitzunehmen, wenn man es denn erbeuten kann. Okay, noch ein Blick auf die MechWarrior. Ja, er ist für 18 Tage raus, stand ja da. Da steht's auch. Und er noch für 3. Das heißt, wenn ich einmal noch warten mache, dann kann ich ihn wieder einsetzen. Oder ich heuer einfach noch einen Mech-Piloten an. Ich glaube, das machen wir eher. So, hier kann ich nichts verteilen bei ihm. Er ist zwar hier gerade außer Gefecht, aber ich kann verteilen. Ich werde mal hier weitergehen. Und da. Plus 15 Overheat Threshold. Das heißt, dieser Balken, also wo die Wärme angezeigt wird und wo es dann ans Überhitzen geht, die wird bei ihm nach oben gesetzt. Wenn Mech überhitzt hier, ist es so, dass man interne Schäden kriegt. Das tickt dann quasi so runter. Im Tabletop oder im Brettspiel, da ist es so, dass man am Anfang verschiedene Mali kriegt. Also der Mech wird langsamer, man trifft schlechter und man muss ab einer gewissen Hitzestufe darauf rollen, ob zum Beispiel Munition explodiert und sowas. Da weiß ich nicht, ob das hier auch der Fall ist. Könnte sein. Auf jeden Fall aber das größere Ding ist zum einen, dass er sich irgendwann abschaltet, wenn er zu heiß wird oder viel zu heiß wird. Und zum anderen einfach, dass er die ganze Zeit internen Schaden sofort nimmt. Egal wie viel Panzerung man hat. Der Mech kocht quasi oder so. Naja, und das wird nach oben gesetzt durch Guts, was ziemlich geil ist. Wenn man hier hinterher auf 10 ist und so einen fetten Assault mir hier awesome, super Beispiel mit 3 PPK in der Standard-Konfiguration. Und dann ist der Balken nämlich ganz hinten. Da kann man schon ordentlich Hitze aufbauen, bevor dem Mech irgendwas passiert. Schon ganz nett. Okay. Repariert war alles, deswegen gucken wir mal, ob wir hier jemand Lustigen anheuern können. Oh, was ist denn mit ihm? Aha, wenn man im Mercenary-Redingsboard höher ist, dann wird er für einen arbeiten. So aber nicht. Ja, dann verpiss dich, dann halt nicht. Die Piloten, oh, genau wie er hier. Geil, direkt mit 8er Gunnerwert. Die Piloten, die hier oben so ein KS-Symbol haben, sind die. Es gab ja eine Kickstarter-Kampagne zu dem Spiel damals, irgendwie als neu war, oder bevor das Spiel raus war. Und die, die gebackt haben, konnten irgend so ein Level wählen, wo die nämlich dann, ich weiß nicht, ob sie ein stilisiertes eigenes Bild da einfügen durften. Auf jeden Fall durften die, glaube ich, hier diesen Text machen, Namen auswählen, alles sowas. Das heißt, man hat sich selber quasi als Charakter in dieses Spiel eingebaut, was ich eine ganz coole Idee finde. Und ja, das sind halt diese KS-Leute. Ansonsten weiß ich nicht, ob die irgendwie in irgendwas besser sind. Wenn Leute noch Recruit sind, dann haben die alle Werte noch offen. Das heißt, ich kann die Skills noch frei wählen. Wenn sowas hier schon ist, also für ihn ist quasi klar, die Gunnery-Laufbahn ist schon festgelegt und einen weiteren kann man nur frei wählen. Er zählt dann auch als Gunner. Er hier zählt als Scout, weil wahrscheinlich viel in Piloting ist oder weil die Piloting-Taktik-Kombination einen dann zum Scout macht oder so. Ich werde auf jeden Fall hier mal den Lumpy anwerben, einfach weil der Name geil ist. Und Peach nehme ich auch noch. Alles voll die Kackwerte, deswegen kosten die aber nicht viel monatlich. Weil er hier, wobei der kostet auch nicht viel, kostet nur etwas mehr zum. Ja, komm, dann nehmen wir noch den Brother. So. Haben wir 2 neue MechWarrior. Dann können wir nämlich jetzt direkt die nächste Mission theoretisch machen. Und wenn man hier hinterher die Argo, also das Schiff, wo ist es denn jetzt? Hier. Weiter ausbaut, da kann man nämlich hier Training Modules kaufen. Und dadurch bekommen nämlich die MechWarrior Experience, auch wenn sie nicht eingesetzt sind. Was ganz cool ist. Ich meine eigentlich, das könnte man auch noch ein Level upgraden dann. Wird jetzt hier noch nicht angezeigt, aber ich weiß nicht mehr. Oder man kann es dann nochmal auf dem gleichen Icon machen oder so. Ist auch recht günstig. Sollte man eigentlich am Anfang direkt machen, sowas. Damit einfach alle MechWarrior permanent profitieren. Da stand ja irgendwie, solange sie unter 10.000 XP haben, zählt das. Also irgendwelche Elite-Piloten, die haben nichts mehr davon, wenn sie in diesen Training-Pods sind. Ich weiß gar nicht, wie hoch hier die Gesamt-XP sind, ob man das irgendwo sieht. Keine Ahnung.
Deployments, okay, das ist ja einer von den neuen, aber hier Rolex ist 22 Mal schon, warte, so viel Mission habe ich schon gemacht, okay, eingesetzt worden, 15 Kills, 88 Tage dabei, also er ist seit Anfang dabei, sehr cool. Und hier sind immer so Sonderattribute, die noch haben. Bringen die Leute teilweise mit und erhalten sie teilweise, wie hier High Spirits, auch durch solche Events. Es finden immer mal solche Random Events statt von Zeit zu Zeit, wo dann irgendwie Text eingeblendet wird und da steht, ja, du hast jetzt die Chance, dieses und jenes zu machen oder die beiden streiten sich, du musst einschreiten, was machst du jetzt? Und ja, da hat man immer so unterschiedliche Möglichkeiten, hat quasi so ein bisschen RPG-Elemente auch noch hier drin. Ja, okay, ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal für heute, wie gesagt, kurze Folge, aber dafür kommt dann der nächste Teil relativ schnell hinterher. Aber ja, für jetzt auf jeden Fall war es das und ich werde mal schauen. Ich glaube, ich werde jetzt nicht offline weiter zocken, sondern wir werden diese ganzen Missionen hier mal im nächsten Teil machen, zumal ja hier die Schwierigkeit auch schon etwas höher ist. Also die werden wir natürlich auch noch mitnehmen und die, aber hier haben wir zumindest schon mal eine Zweier-Schwierigkeit, aber dafür gibt es auch direkt gut Kohle oder halt gut Loot, je nachdem. Und ja, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wir haben genügend Piloten, wir haben genügend Mechs, wenn auch alles nur so kleine Kackdinger, aber manche gehen ja auf jeden Fall klar. Und deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle bin ich mal raus, wünsche euch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Mal.